Let's go! Red Dots. Rotpunktvisiere. Richtige Nutzung im Airsoft. Wie ihr erkennen könnt, habe ich auch ein bisschen gebraucht, um herauszufinden, was für mich das Richtige ist. Deshalb hier mal ein paar Varianten, einfach um die Unterschiede auch mal zeigen zu können. Natürlich gibt es da noch viel mehr. Und das ist ja auch immer ein bisschen Geschmackssache. Was will ich jetzt nutzen, beziehungsweise welches werde ich mir kaufen? Unser Field of View, unser Sichtfeld. So, das ist mein Sichtfeld, sind in etwa 180 Grad, die ich erkennen kann. Was stelle ich fest? Meine Konzentration, also mein Fokus ist auf der Kamera und meine beiden Daumen erkenne ich noch schemenhaft. Nur das, was ich fokussiere, das ist also auch wirklich scharf. Wenn ich jetzt zurückgehe, wann fängt es an, dass mein Daumen wirklich scharf wird? Jetzt sehe ich meine Daumen trotz Fokussierung wirklich scharf. Das heißt, mein Field of Target, also wo ich wirklich scharf sehen kann, diese Fokussierung, die ist gar nicht so weit. So, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Eine weitere kleine Demonstration. Ich konzentriere mich jetzt wieder auf die Kamera, also das heißt, ich fokussiere. Und was werde ich feststellen? Dass mein Daumen unscharf ist. Wenn ich mich jetzt auf meinen Daumen konzentriere, das heißt, ich fokussiere meinen Fingernagel, sehe ich, dass alles, was dahinter ist, unscharf ist. Und das ist der gleiche Effekt beim Red Dot. Wenn ich beim Red Dot mich beim, sag ich mal, Anvisieren ausschließlich auf den roten Punkt oder auf den Punkt konzentriere, dann wird dieser Rand, den ich hier habe, sehr scharf werden. Das heißt, in dem Moment wird er auch sehr breit. Er nimmt mir ein ganzes Stück von meinem Field of View. So, und um das zu vermeiden, konzentriere ich mich immer auf das, was eventuell da hinten passiert. Ich konzentriere mich auf mein Target. So, und in dem Moment, wo ich das mache, wird dieser Rand bei der Anvisierung fast verschwinden. Den nehme ich gar nicht wahr. Das heißt, er nimmt mir nichts mehr von meinem Sichtfeld. Ich weiß, dass das im Airsoft ganz oft falsch gemacht wird. So, wie komme ich aber dazu? Wie kann ich das trainieren? Das möchte ich euch jetzt zeigen. Wenn ich mit einem Red Dot visieren will und darüber auch schießen möchte mit meiner Airsoft-Waffe, da muss das natürlich miteinander synchronisiert sein. Das heißt, da, wo meine Kugel hingeht, muss natürlich mein roter Punkt auch dann dementsprechend hinzeigen. Was ist zu beachten? Das Erste, dass ich mir erstmal meinen Referenzpunkt suche. Nämlich den Referenzpunkt an der Schulter. Der liegt bei mir hier mit dieser Kante. So, das heißt, ich lege das hier so an und jedes Mal, wenn ich den Punkt nicht treffe, werde ich das sofort merken. So, und dann passt mein Visierbild nicht mehr. So, das heißt, ich spüre beim Anlegen schon, ob das, sag ich mal, richtig sitzt. Meine Handguard-Hand, das ist meine Führhand. Mit der bringe ich die Waffe in Position. Und die Hand, die am Pistol-Grip ist, den halte ich, sag ich mal, so fest, dass sie mir nicht aus der Hand fallen kann. Aber ich verkrampfe überhaupt nicht. Weil wenn ich verkrampfe, werde ich das in meiner Triggergeschwindigkeit merken. So, und wenn die Hand locker ist, kann ich hier viel schneller triggern, als wenn ich hier so fest zugreife. Jetzt fokussieren wir uns auf einen Punkt. So, und jetzt bringen wir unseren Punkt auf das Ziel, also auf das Target. So, zack, drauf. So, das mache ich alles erstmal sehr langsam. Drauf. Drauf. Triggern, nächste Target ausgemacht, Waffe hinführen. Kann ich feuern. Nächste Target ausgemacht, Waffe hinführen, kann ich feuern. Wie ihr sehen könnt, ist der Riser auf meiner 05er sehr hoch. Das gleiche habe ich aber auch bei der ICS Mars. Ich habe dieselbe Höhe, weil das für mich auch ein Referenzpunkt des Anvisierens ist. Hier dann das Führen und immer das gleiche Absehen. Und warum ich einen hohen Riser benutze,
Was steckt dahinter? Welche Vorteile bringt mir das? Das erkläre ich in dem nächsten Video.